Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken Tag Tournament 2. Diesmal ist wieder wer dabei? Der Dennis. Und der Dragan. Genau, und es geht auch direkt los. Ihr seht hier unsere Charaktere. Ich und der Dennis, wir spielen wieder gegen den Dragan. Vielleicht haben wir diesmal... Leider, ja, das stimmt. Vielleicht haben wir diesmal bessere Chancen, wer weiß. Das letzte Spiel ging an uns. Ja, steht 4-1, Freunde. Ach, das holen wir auch locker auf. Wir haben hier Zwillinge im Spiel. Mit einer schönen blauen Bluse, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es bei H&M. Diese Bluse ist auch sehr schön, die gibt es aber leider nur bei C&A. Ich find's lustig, wie die genau gleich so aussehen und genau gleiche Bewegungen machen. Hängt Zwillinge an sich. ist interessant, wie der Dennis mit dem Spiel. Echt interessant. So. Denk dran, bevor du abkratsch. Bevor ich abkratz, wechsle ich wahrscheinlich, oder? Jetzt! Oh. Scheiße, bin ich wieder zurückkommen. Egal. So, genug angeguckt. Wer wird gewinnen? Ich würde sagen, Steve. Gut möglich. Ich sollte kein Fanta trinken während der Aufnahme, ich muss die ganze Zeit rülpsen, ey, das ist echt schlimm. Das sagst du. Huh, oh fuck, und glaub's Maul. Mann, so die Scheiße aus. Dahinter sind so komische Eichhörle. Der wie schlägt seine Mutter zusammen, mein Gott. Hey, es sind beides die Teufel zu erfahren. Was? Auf das Maul, du Wichser! Oh, 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 oh. Okay, warum bin ich plötzlich? Hatchets, Hatchets reagiert. Komm, mach ihn fertig! Komm! Ja! Hä, hey, war ich das? Ja, ja. Ich hab's gar nicht gerade gecheckt. Es gibt Level, da kannst du die Wände zerstören. Mhm. Und dann geht's nach unten, dann ist Charakterwechsel. Okay. Achso, ja. Ich hab das gerade nicht gecheckt. Also. Au. Oh, jetzt liegt er. Ja. In der Tat. Okay. Oh, was war das, Alter? Die ganze Zauber. Sollte mal wechseln, sehe ich so. Ui. Oh, ich bin gleich tot. Fuck. Ja. Scheiße, fuck. Tot. Aber ich habe stark nachgelassen mit der Witchin. Ja, 5-1. Hauptsache nicht zu 0. Ja, Ehrentor, gell? Das ist mal eine dumme Frage. Aber habt ihr gewusst, dass das Baby im Bauch, also da wächst zuerst das Arschloch? Ich weiß, ob ihr das gewusst habt, aber es das heißt ja eigentlich, dass jeder schon mal ein Arschloch war. Ich habe eine andere Frage an dich. Wie kommst du auf sowas? Ja, genau, danke. Danke für das, die Antwort. Das hat mir mein Bruder vorher erzählt, das musste ich einfach sagen, es tut mir echt leid. Und das ist nicht so nah drin, aber wie kommt dein Bruder darauf? Das weiß ich auch nicht. Das muss ich ihn mal fragen. Gibt es da vielleicht Neuigkeiten, dass er sich dafür interessiert? Nein. Danke. Ich glaube, ich nehme den Teddybär. Kuma. Nee, aber ich glaube, das hat sogar mal wer von euch Tadl, ihr kennt ja ein bisschen Tadl, also dieser Meatcake TV, der da, wo immer diese What the Fact Folgen da macht. Nein. Ja, kennt ihr nicht? Nein, scheiße. Nicht. Ja, der hat das mal gesagt in dem, glaube ich, in dem What the Fact Video. Und ich fand das so lustig. Und jetzt hat es mir mein Bruder nochmal gesagt. Das musste ich einfach sagen, es tut mir leid. Es gibt ein interessantes Detail bei Miguel, also dem hinteren. Der hat einen Schlag, der zieht euch der ganze Balken weg. Und ich habe noch nie mit dem Charakter gespielt. Der braucht aber ziemlich lange eine Vorbereitung, also ist unnötig, den anzugehen. Alter Schwede. Das ist auch das gleiche Design von Tekken 3, gell, bei dem. Und das Duell der Titanen, so sieht's gerade aus. Mann, ich will meinen schönen Griff machen. Und Dennis, du bist dieser komische Hulk, gell? Ja, ich bin dieses grüne Viech. Wo gleich tot ist. Oh. Oh, Teddybär, fress ihn auf. Spam! Ah, fuck! Oh, jetzt lässt er dich nimmer los, den Drechsel. Hilfe! Komm. Komm her. Ach, scheiße. Komm her, du scheiß Roboter. Okay, Mann, ich fress dich auch. Ich hab ein Halstuch, ich bin unglaublich stark. Ach, scheiße. Nein, nein, oh! Schatz, ich kann Doppel-K.O. Alter Schwede. Doppel-K.O. schaffe ich irgendwie nur selten. Ja, das ist. Hey, ich will meinen Fluggriff machen.
Danke. So, Wechsel. Ah, oh, fuck. Das kriegt der Bär aufs Maul. Ja, schlecht. So, Alter. Der Charming Bär. Charming. Ah, oh, fuck. Ay, oh, ich bin gleich tot, Alter. Du bist tot. Ich verstehe es nicht. Ja, ja. Das kann doch Flickflack hier. Wie viel steht's jetzt? 6. 0-2 für dich, oder? Laut der neuen Aufnahme 2-0 für mich. Ja. Die. Genau. Der Bär war scheiße. Ich hasse Bären. Ja. Wen gibt's hier? Das ist die Frage. Es gibt noch so viele, oh mein Gott. Wen nehme ich als nächstes? Hast du jemand? Du. Och Gott. Scheiße, so ein Jet Li ist das. Nee, das ist eigentlich auf Bruce Lee gerichtet. Die anderen da drüben sind auf, zum Beispiel auf Jackie Chan gerichtet. Halt mal, Bruce Lee und Jet Li, die sehen doch fast gleich aus, gell? Oder? Ah, oh, nicht ganz. Der andere da drüben, nee. Der sieht aus wie Jackie Chan, oder? Nee, das ist auch so ein bisschen Bruce Lee-Verschnitt. Der Jackie Chan ist da unten neben Kuma, neben deinem Teddybär. Der sieht aus wie Jackie Chan. Was, wer? Ne, geh mal rüber. Der da. Der sieht aus wie Jackie Chan. Und hat auch den Kampfstil. Ja, so ein bisschen. Master und hin und her. Naja, okay, warte, jetzt muss ich mal jemanden aussuchen. Der sieht aus wie Dings von Final Fantasy. Cloud. Nein, Hope. Hope, fuck, ich komme eben raus. Okay, nehme ich... Nimm den Hals mit der Brille. Genau. Sebastian. Ach du Scheiße. Oh. Der arme Sebi, was macht er denn hier? Alton. Ah ja. Wegen dem habe ich keine 1 bekommen in der Werkstatt. Ich habe in dem Ding, was mir da klödet hin, das habt ihr bestimmt auch gemacht, diese Schalt-Dingsbums-Scheiße. Ich hätte eine 1 bekommen, und aber meine Lampe hat nicht geleuchtet und das hat er nicht bemerkt. Er hat mir eine 1 eintragen und dann sagt Sebastian so, dem seine Lampe hat nicht geleuchtet und jetzt habe ich eine 1,5 oder sowas. Hat mich voll ankotzt, Alter. Was habe ich gekriegt? Ich glaube 2,4, wenn ich noch die Punkte vom nächsten Mal einberechnet kriege. Okay. Ja, ist klar. Dein Lampe hat auch nicht brannt, gell, am Anfang. Nö, was hat er nicht gemerkt, damit es so schnell gehen. So, Opa. Oh fuck, Opa Power. Komm schon. Schlag Yoshimitsu zusammen. Jetzt sehe ich nichts mehr, ich bin voller Schneiden. Diesen Säbelrassler. Alter, wie du aussiehst, wie so ein Samurai-Krieger. Okay, du bist auch ein Samurai-Krieger. Ich bin gleich tot. Ich wechsle. Du bist tot. Scheiße. Ach Mann, schon wieder der Alte kassiert. Der Alte sagt kann gar nichts. Was macht die für Geräusche, Alter? Au! Das ist der Bell Dennis. Aber irgendwie ist das logisch, die hat so eine Wolfsmaske auf. Siehst du, die bellt wie so ein Hund. Das ist Dennis mit seinem Charakter, nicht meiner. Ja, meine ich doch. Ach so! Ach, jetzt habe ich es erst verstanden. Ja, das ist der Steincharakter und. Ach so, ich bin gerade rausgekommen. So, los, Sebastian! Komm, Opa, zeig ihm, was du kannst. Ach nein! Wechsel! Fuck! Opa-Power, komm schon! Gib's ihm! Ach scheiße, gib's der! Jawohl, komm, nein! Jawohl! Oh. Schon wieder tritt in die Fresse! Ja, stimmt, es macht auch wieder Sinn, dass der so Geräusche macht. So wie so ein Japaner. So ein Japse. Wahrscheinlich. Oh, der kriegt gleich mal aufs Maul. Ja, ja. Dennis geht. Alter Schwede. Ab. Dennis hat einen Lauf. Dennis hat einen Lauf. Alter! Das war richtig geil. Ja, heute halt Klappe. Heide Landbeterbahn. Du Scheiße. Ja, 2-1. 2-1, stimmt. Halleck mir im Dondel. Ja, voll. Es läuft langsam. So, wen können wir jetzt nehmen? Kann man da eigentlich auch irgendwie die Farbe oder sowas ändern von den Kostümen oder keine Ahnung, geht das irgendwie? Du kannst das wechseln, ja. Steht da nicht umsonst unten Kostüm wechseln. Ja, cool, das versuche ich gleich mal aus. Ach, nimm mal das Viech. Das Sein Viech. Sohn. Du musst auswählen. Sein Sohn. Echt so, das ist Bruce Lee. Law sein Sohn, also mit dem, wo er vorher gespielt hat. Ah, der hat er keine. Er hat gerade keine. Hat die eins. Angel, das ist die von vorher von der Vorschau. Ja, die habe ich gerade genommen. Achso, oh, leck mich fett. Dann nehme ich jemand anderes. Die ein anderes Kostüm.
Du willst nur die Möpse sehen. Ich weiß. Ist doch logisch, oder? Deswegen spielen wir das doch. Ja, dafür gehen wir in den Schnee. Ich kann schon wieder vorspulen. Sollen wir vorspulen? Ja, mach mal. Bringt sowieso nichts. Doch, die Schrift muss schneller laufen. Hier. Das kann ich so besser lesen. Sag doch, guck, er will nur die Möpse sehen. Siehst du das? Mann, ey, das ist jetzt aber, ey. Ja, guck's an. Ey, halt, stopp. Okay, halt, stopp. Naja. Also wenn du Möpse sehen willst, dann musst du Dead or Alive spielen. Da wackelt die sogar. Tun sie hier auch. Echt, von wo weißt du das? Ich spiele Tekken ein bisschen länger als ihr. Aber ich habe Dead or Alive bald wieder gelöscht, weil ich fand es irgendwie scheiße. Mir hat es keinen Spaß gemacht, keine Ahnung. Du hast du Dead or Alive, gell? Ich nicht. Niemand von euch. Ich hab's mal gespielt, ich hab's mal runtergeladen vom amerikanischen Account und jetzt hat's nicht voll. Alter, da fahren Weihnachtsmänner mit dem Schlitter der Ach, Hang fuck. Runter. Gerade fuck. Wo ich wechseln will. Ich finde die Welt voll cool, keine Ahnung. Dennis spielt, der springt halt viel zu viel rum. Wechsel. Oh. Oh fuck. Denk dran. Ja, jetzt warte. Wahrscheinlich, oder? Scheiße. Ich krieg das nicht hin. Scheiße, Alter. Das war jetzt irgendwie kaka. Ich bin ja gar nicht zum Zukommen. Aber egal. Warte, ich wechsle jetzt gleich. Du bist ganz froh drüber. Ich glaube auch. Nochmal eine Runde. Ja, jetzt lass dich aufspielen. Jetzt steht's 3-1. 3-1, genau. Naja, mal sehen. Wow. Buschelkopf. Oh Gott, schon wieder scheiß Capoeira. Ich nehme mal den alten Sack. Alten Sack. Ja, komm, nimm das, was weiß ich, was ist das, ein Eidex, ein Krokodil? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich nehme das auch irgendwie. Dieser ja. Raptor da, Velociraptor, keine Ahnung, was ist das. Alex. Ah, oh, cool. Fiji, auf die Fiji-Insel. Jo. Ah, ich würde jetzt auch gerne Urlaub machen. Ich trinke mal was. Bald schon so. Beeilen. Was? Sollte ich dich beeilen. Schön langsam. Wechsel gleich da so, gleich dran. Ja, ich bin ja letztes Mal nicht spielt lassen. Spruch. Rück starten wir schneller. So, ach so, der spielt ja genauso wie Eddie. Ist ja billig. Dani. Bauen wir gleich mal drauf. Komm, mach ihn platt. Aber ich kann mit dem Alten nichts. Deswegen ist er auch alt. Oh. Ich frage mich immer noch, warum der Boxhandschuhe anhat. Ja, das ist echt, das irritiert mich auch ein bisschen. Wechsel, 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 wechsel! Komm, mach ihn fertig. Komm schon, wir müssen gewinnen. Wahrscheinlich, aber. Ach komm. Oh. Du alter Drecksack. Komm schon, komm! Ja! Wechsel, wechsel! Ah. Oh, jawoll, Alter! Glück gehabt mit dem Tritt nach unten. Ich hab gedacht, du schaffst nicht mehr, aber. Hab ich auch gedacht. Alter, komm, ich krieg immer gleich aufs Maul! Ich krieg immer gleich aufs Maul, guck dir das an! Der von dem einen Zack. Geh ins Altersheim! Ei. Und ich mal alles zurück. Wechsel. Oh Gott, jetzt kann ich sterben. Wahrscheinlich, du fetter Sack. Die Grafik ist echt Hammer. Ja? Also, leck mich fett. Für das, dass das Spiel schon ein bisschen alt ist? Och Mensch. Haben jetzt gibt's das Final Round. Okay, denk dran, bevor du abkratsch, schnell wechseln. Außer du bist schon, dass du cool machst, du voll mega fertig wie in der letzten Runde. Ach du Schlag, jetzt komm. Komm, du komisches Teil. Das war unbeabsichtigt schon wieder. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Ach, das Krokodil ist doch scheiße. Okay, was für ein Krokodil, ey. Keine Ahnung. Vielleicht können die auf einmal stehen. Oh Gott, Alter. Dinosaurier, ey. Siehst du, da wackelt's. Und ich hab gedacht, die sind ausgestorben, ey, ganz ehrlich. Okay, jetzt schon. So. Nur für den Daniel, es hat sich bewegt. Jetzt verpasst. Danke für die Info. Also. Ja, weiter. Achso. Ja. Wisst ihr, was auch ganz lustig ist? Was? Es gibt ja die normalen Griffe und mittlerweile gibt es die Tag-Griffe. Mhm. Also mit einem Partner. Das Lustige ist,
wenn Charaktere eine Beziehung haben, also Familie und so weiter, können die ganz spezielle Attack-Griffe machen. Okay. Ich zeige euch davon mal was. Cool. Wenn ich dazu komme. Dennis, wählt mal jemand aus. Oder hast du ihn schon ausgewählt? Achso, nee. Also wir machen noch eine Runde dann. Und dann beenden wir das Ganze. Komm, nehmen wir den mal hier. Ja, mit dem habe ich vorhin gespielt. Ein Vogel. Das heißt zwar wie eine Waffe, aber... Der ist böse, wenn du es mit dem kannst. Wen nehme ich? Nicht den hier, oder? Slim Bob. Das ist die dünne Version von dem Fettsack. Ja. Von den habe ich doch vorhin gespielt. Mit gegen deinen... Wen hatten wir noch gehalt? Oh je, Immer die ja schon kennt. Michelle haben wir noch nicht gehabt. Nimm mal die. Das war mal wieder klar. Das ist die Indianer-Tussi. Das ist die Dings. Das ist Julia bloß verkleidet. Das ist Julia, ihre Tochter. Julia in diesem Part wäre diese Wrestlerin, die andere. Die ist auf jeden Fall auch da drin. Also ich versuche mal diesen speziellen Griff hinzukriegen. Wenn der Typ andere Haare hätte, ey, das wäre Hitler, ganz ehrlich. Ah ja, ein bisschen anders gekämmt und noch so ein kleines Bärtchen. Ich darf nochmal. Du sollst meinen Griff doch nicht abwehren. So, sowas zum Beispiel. Wow. Oder bei ihr wär's. So, fuck. Sorry. Ich will doch nur Lame abziehen. Nein. Das wäre so andersrum. Okay, ich denke, du bist gerade fast tot, also es wird eng. Ihr dürft ein bisschen drauf. Ja! Ja. Gibt's, noch ein Stück, also Schläglänge kassiere ich noch. Okay, ethisch Ende. Niemals. Na komm. Hey, also wenn ich euch schon wieder Leben holen lasse, dann bitte fair bleiben. Okay, es tut mir leid. Sonst könnte es sein, ich werde nicht mehr fair. Okay. Also ich sterbe gerade, scheiße. Ja. Das meinte ich mit, sonst werde ich nicht mehr fair. Der eine Typ heißt Dragunov. Gell? Das ist wie Dragan fast so. Verwirrend. Fuck! Lass deinen Schmodder von mir! Ach scheiße, ich bin gleich tot, oh Gott! Hauptsache nicht perfekt. Oh nein, komm, wechsel schnell! So, beide weg. Wie ist es? Wie geht es? Ihr habt gerade gewechselt, ihr wart beide in der Luft und habt euch beide auf den Müll gezogen. Das war's wieder geil. So richtig fett verloren. Wir sind einfach schön, schlecht in dem Spiel. Schön zum Abschluss. Ja, perfekt. Egal, okay, wir haben auch eine Runde gewonnen. Ist gut. Dann beenden wir die ganze Sache hier. Mal schauen, ob wir noch Part 3 aufnehmen. Ich denke, wir nehmen jetzt noch FIFA auf und irgendwann, wenn der Dennis und der Dragan vielleicht mal wieder kommt, können wir mal wieder Tekken aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dann. Ciao. Ciao. Tschüssle. Hallo? Funktioniert. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tekken. Nochmal neu. Alles gut. Du weißt gar nicht, wie oft mir das passiert vom Let's Play. Okay. Ja, ist gut.